Danke. Ich hab da nach der Batterie gesucht, junge Dame. Da müsste ich doch hier holen, Dwayne. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Kapitel 3 von Poppy Playtime. Es ist genannt Tiefschlaf. Nach dem Zugunglück bist du nun in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor Augen. Das sagt schon mal alles. Wer noch nicht das alte Video gesehen hat, den Link hier von den anderen Videos vom ersten und zweiten Kapitel, den tue ich hier in der Videobeschreibung rein. Die könnt ihr jederzeit mal nachsehen, falls ihr das wollt. Wir gehen da mal in das Spiel hinein, Leute. Und los! What's the time? Playtime! Smiling Critters! Geil! The wind's really scary. I can't sleep! Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep, sleep, sleep! Schön die Schlafdrogen! Geil! Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. Ooh. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line, his image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Das erklärt so ein bisschen die Story, warum oder wie dann die Firma dann ja in den Abgrund ging. Weil da hier die Spielzeuge ja irgendwie gefährlich sind, wie es also. Hier. Können wir uns bewegen? Nee. Also, hier haben wir Catnap. Was so? Ja, auf jeden Fall irgend so ein Vieh. Okay. Bindung ist nicht so. Hui! Shit. Gut, hier sind wir in. Was sind wir denn hier? Scheiße. Ist das eine Müllpresse? Oh nee. Oh, ich muss hier hoch. Ah. Geht's rein. Gott. So, das sind wir ja drinnen hier in Poppy Playtime.
wurden hier von einer gefährlichen Katze da reingeworfen. So eine Art Catnap-Toy, wie es aussah. Genau. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen im Tutorial. Hier hocken, wird da erstmal gesagt, was ich da machen muss. Das ist ja ganz gut. Ja, hier. Überall Blut. Tür hoch. Ich soll mich hier eigentlich mal ein bisschen umsehen, oder? Obwohl ich jetzt ein kleiner vorne sturm. Da läuft einfach mal Blut von der Decke, geil. Mhm. Irgendwelche Informationen, Playtime. Komm ich hier hoch? Nee. Hier ist auch versperrt. Nee, gut. Ach, hier wird ja auch alles blutiger. Naja. Hallo? Ist hier jemand? Nee. Ah, shit. Da unten scheinen einige gefährlichen Gases zu sein, die uns dann umbringen. Okay, das müssen wir schnell darüber laufen. So, 1, 2, 3. Ah, hier. Na gut. Was gesehen? Okay. Aha. Gehen wir das mal. Ja. Ist gezeichnet. Im Lüftungsschacht. Ja. Na und nu? Ah, hier. Geht's ja weiter. Links, rechts. Was sagt ihr? Scheißegal. Na, hier ist nichts. Nicht eine Taschenlampe oder sowas, ist ja aber schon wieder finster hier drin. Naja, gut. Bisher ziemlich wenig. Wie die dunkle Wand ab. Hier. Ah, hier ging's ja. Nein. Ich bin so ein Idiot, Leute. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Ich lüfte hier 5 Minuten da den scheiß Lüftungsschacht lang. Sehe nichts. So. Auf jeden Fall. Im letzten Teil haben wir uns ja so umgemeckert, haben gesagt, ja, warum ist es denn nicht so gruselig? Der zweite Teil, hier ist es ja wieder ein bisschen gruseliger. Mehr Blut, mehr Hintergrundgeräusche, die da ein bisschen gefährlich klingen. Ja, Videoband. So. All right, Miss Harper.
Please explain the situation. Spare no detail. Well, luck any not, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said. Said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that! Just bring my little girl back to me! Ja, du hier. Hast noch wieder die ganzen Vorfälle mit den Kindern aufgezeichnet auf Video. Und halt, was sie da gesagt haben, die haben halt hier das Spielzeug rausgebracht und die ganzen Kinder kriegen Albträume und werden von irgendwelchen Viechern angegriffen oder so. Das ist ja ganz mysteriös hier in der Firma. Na ja, gut. Hier unten blüht was. Legt die Batterie in den Stecker, damit Strom versorgt. Na gut. Ja, Ja. So, gucken wir gar nicht rein. Und das sollen wir ja auch nicht rein. Das Boden wurde hier nicht reingeworfen. Wohin? Ah, eingebackt. Geil. Ah, was haben wir denn sonst noch hier? Das Radio. Ich denke mir so, ich hau die scheiß Batterie da irgendwie komplett falsch, aber trotzdem kommt die hier rein. Na gut, ja, geht's weiter, Leute. So, gut. Hallo. Wer bist denn du? I'm Bubba Bubbafint. Hey, I remember you. Ich erinnere mich nicht an dich. An elephant always remembers. Want to know what I remember about you? Geil. Macht doch schön Blut überall. Ich hab ein Telefon. Ausrüstung. Hände. Ah, ich kann Hände wechseln, wie es aussieht. Blöd. Okay. Können noch was hören? Chat? Chat? Da stimmt irgendwas nicht. Ich hab ja aber auch kein Telefon oder so. Hallo? Hey, can you hear me? Ja. Ja, Telefonsugar. Ja, danke.
So, jetzt haben wir wohl einen Telefonjoker sozusagen, ja. Jemand, der uns immer auch zuhört. So. Wie jetzt? Jetzt wieder in den nächsten Spitzen Raum. Juhu. So, Leute. Ach hier, unser Zug. Klar. Ich bin eure Mission. Danke. Okay. Hallo Olli! Wie komme ich hier hoch? Gottverdammte Scheiße! So, folgende Story! Da ist ja der Olli, der hat jetzt unsere Handynummer. Er ruft immer an, der aber hilft uns dann, wie es aussieht. Na ja, gut, und da gibt es halt den Gritter, der ist der letzte von den 8 Geschwistern. Und die fressen, wollen uns fressen. Und die Bobby-Puppe, die will uns jetzt irgendwie helfen, dass wir rauskommen. Und irgendwie nach all den Jahren, wo die scheiß Firma zu ist, gibt es halt noch Überlebende, wie es aussieht. Was fressen die da unten? Spielzeuge? Keine Ahnung, ey, das kotzt mich schon wieder an. Nee, ist eine gute Story. So, Maintenance. Ja. Komm mal rein. Hier. Mal bitte. Es ist nicht schon wieder spät. Uff, du scheiß Ding. Ja. So. Überwachungsraum. Okay. Hier Stromkabel, geht hier rüber. Ah ja, so, das geht dann hier rüber, dann. So, Tür offen. So, jetzt sind wir hier wieder. Na gut. Und die Tore sind grün. Los geht's. Rein in den Spaß, du. Speichern, gut. Hey, I'm Kickin' Chicken. Kickin' Chicken. It's looking pretty bad outside. Aha. Never been outside before. Oh. Will you come with me? Na klar. I'm scared. Oh, vor was bist du denn scared? Here, follow me. I'll step out first. Was ist denn das hier wieder? Für eine Bahn. Ah, hier. Joy! Let's go! Open? Was ist das hier? Ah ja, ausgezeichnet. Hui! Jetzt fahren wir erstmal mit einer Bahn oder was? Naja, gut. So. Was lädt denn da so viel?
Sind wir immer noch hier? Ah, hier. Playtime! Hello. My name is Elliot Ludwig. Ah, der Gute. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. Leute, fehlt was. Not one of them could muster a smile. Die Leute lächeln nicht mehr. Das ist für den ein Problem. Der arme. A smile is hope. Aber Mr. Ludwig. Ja. Smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... Now what? Playcare! Playcare! Our very own on-site orphanage. But it's not ah, die haben ein Waisenhaus in der Fabrik. A playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface. Die haben da Untergrund Waisenhaus. Detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. Good. What gives life its meaning if not a smile? Na, gucke an. Also, da haben die da ja so ein Waisenhaus unter Tage errichtet. Und ganz geheim in der Fabrik, ne? Also, komplett normal für eine Fabrik. Oder für eine Firma. Endest du nicht? Ring, ring! Olli ruft uns an. Hallo, Olli. It's me again, Olli. Hi, Olli. Cool place, right? Keine Ahnung. Kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Oh. Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Na, gehen wir mal rein, ja. Wenn Olli uns helfen will. Ja, ja. Tür in die Fresse, natürlich. Geh die nicht zur anderen Seite auf. Wo sind wir denn hier gelandet? Aha. Nach Arthur. Ja. Was war denn hier für eine Box? Ah ja. Wieder hoch? Wo denn überhaupt rein? Hä? Ich häng ja nur den Stier unter. Okay. Jetzt doof. Das sind ja nicht die Türen, wo wir reingekommen sind. Ging ja nur so an der Tür. Bin ich schon wieder blind? Ah ne, hier hoch. Boah. Bin so ein Idiot, Leute. Zum frühen Morgen. So, Cable Car und dann warst du links oder rechts davon die Tür? Hey, Haus, ja. Schau hier. Komm hier rein? Nee. So. Ah, hier die Tür. Ja, schön hier. So, speichern.
Wollen wir jetzt wieder verrecken oder was? Ja, wer weiß. Naja, gehen wir mal uns mal hier ein bisschen umsehen. Mal sehen. Lädt. Was lädst du denn hier wieder? Watch your steps. Wie es aussieht, kann man hier runterfallen. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil Playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Okay, Rätsel, da war halt hier den Rauch, da muss von rechts nach links und dann haben wir Strom. Oder was auch immer, da gibt es Tür auf oder so. Ja, die brauchen hier diese Batterien. Da liegt ja schon der erste rum, oder? Ne, ist Baustrahler, scheiße. Hätte ja sein können. Na gut, So. Wir brauchen da erstmal zwei Batterien, zumindest. Und dann sehen wir mal weiter. Ah ja. Das ist eine grüne. Na gut. Viel Rennerei, damit wir dann weiter können. Wie eh und je. Ach ja. Ja, wo ist die Kassette? Ah ja. Grabpack 2.0 Working Prototype. Ah, jetzt kriegen wir einen neuen Grabpack. Geil. Erweiterte Kabellänge. Ja. Schön. Ende wechseln ist einfach. Der Prototyp hat Luftdüsen. Geil. Ein Jetpack oder was? Um Stürze zu vermeiden. Okay. Pass auf, wo du landest. Oh. So ein paar Stacheln, oder? Nicht alle Böden lassen sich gefahrlos berühren. Thank you. Das Grabpack 2.0 mit Vorsicht. Wie spät ist es? Playtime. So. Ach so. Ah, hier. Können wir uns hier so ein bisschen hoch beamen. Hui. Geil. Speichern. Na klar, ich glaube, hier kannst du alle vor zu lange auf die Schnauze fallen oder ins falsche Loch. Ja. Schön Labyrinth. Wie? Scheiße. Was ist denn hier? Ach ja. Aufkommen.
Wie soll ich denn hier hochkommen? Lässe. Ist überhaupt richtig? Playtime, Playtime. Leute. Na gut. Bin ich ja schon wieder hier. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich würde ja sagen, hier hochklettern. Wie? Ja, okay. Ich verstehe, dass ich da irgendwie hochziehen kann oder könnte. Aber wie? Ah! Hier, guck an. Es jetzt wieder hochziehen. Shit. Da ich auch hoch. Ich muss sagen, dass ich da hoch irgendwie kommen könnte. Hier drüben. Aha, okay. So. Und jetzt noch ein bisschen. Kante gehen und dann willst du mit Bums hoffen, dass es relativ weit rüber geht. Ja, genau, und jetzt schön Anlauf. Ausgezeichnet. Hier packen die Bugs rum, wie es aussieht, ja? Shit. Das brauche ich noch ein bisschen. Naja, gut. Hier gibt es Gitter. Ausgezeichnet. Hoffe ich. Na gut. Und alle hier. Hui. Geil. Strom. Wie soll das schon wieder gehen? Da muss ich hier rein, von dort nach dort. Was da drüber? Elektroschand. Ist hier.
Das ist der 1. Na gut. Oh! Nächstes Rätsel. Ah, hier. Bin hier hoch und dann. Das drehen würden hier, macht es ja dann ein bisschen mehr Sinn. So, wir können in die Richtung drehen. Ah, ja, warte. Hier. Genau. So, probieren wir das nochmal. Jedenfalls ist es schon ein bisschen schwieriger hier, du. Mit dem Ding. So. Nee, hier. Hier. Das Ding benutzen. Nu? Ah, das Ding ist offen. Schön. So, was hat's denn hier jetzt auf sich? Ja, das. Mit der anderen elektrischen Hand. So, 1, 2 und hier. Das geht in die andere Kiste hier rein. Das ist ja schon wieder ein bisschen schwieriger, Leute, hier. Strom rein. Nächste Kiste. Ah, nee, da machen wir hier. Macht man das alles jetzt umgekehrt. Genau, und hier. Genau, das macht man hier so rum. Und dann, okay, jetzt hier. Und dann müsste das ja eigentlich funktionieren, theoretisch. So. Ist die Kiste an, aber ich höre das Tor ist noch zu. Naja. Gut. Nu, Knopf drücken. No Signal. Ah, ja, Tür ist offen. Gut. Ich dachte schon. So, hier haben wir Strom. Komm, start, du Kackding. Online. Ah, sieht doch gut aus, Leute. Oh, nee, nicht schon wieder. Aber wir haben ja jetzt ja schon mal hier die... das Gas von A nach B gekriegt. Ah, Olli ruft dann. Hallo, hallo, Olli. Was geht denn? Home Sweet Home.
Also Statue. Weißt du, wo wir den ersten Schlüssel schon angekriegt haben? Das geht hier die Tür hinter mir zu. Das habe ich doch gerade gehört. Lädt. Naja, Chat. Kompliziert. Gasproduktion 0%. Na, wo ist denn hier dieser scheiß Schacht für die Schlüssel? Das war doch hier. Juhu. Ich bin wieder blind. Kannst du hier dran? Ah, hier. Genau. Und wieder zurück. Oh, jetzt springt gleich ein Viech in die Fresse oder so. Ist ja relativ easy. Da laufen wir ein bisschen lang. A nach B. Und wieder zurück. Ah, nee, nicht hier. Wo müssen wir denn da jetzt hinlaufen? Na, mal sehen. Habt ihr Olli zugehört? Hat er da was gesagt, wo da hin müssen? War hier unten eine Tür oder woanders? Piki, Piki. Oh, die haben wohl noch ein Schweinemonster. Authorized persons only. Ja. Aufmachen. Ah, wir kommen rein. Geil. Schöne Dimension. Auf dem Berg. Richtig geil. So. Naja. So. Nächstes Ding. So. Seid ihr noch da, Freunde? So. Sehr schön gemacht. Was ist das hier? Frag ich doch, wenn ich da reingehe. Speichern. Ah, easy. So. This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate. Mm-hmm. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, it's sickening. Ring, ring. You need to run. Ich muss rennen? Hallo?
du hier? Ich kann ja nicht mal rennen. Da springt man gleich wieder in Fresse. Ich muss rennen. You need to run. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence. Ich kann ja nicht mal rennen. Was laberst du für einen Scheiß? Ja. Boah. Schnauze, weg. Oh ja, es ist auf jeden Fall pusssicher gemacht. Richtiger Brain Fick. Muss um die eine Ecke rum, dann um die nächste Ecke rum. Viel Tanz hier. Ja, okay. Ja, Chat, Überblick verloren. Da ist kein Überblick. Ich gehe um eine Ecke rum und dann komme in die Sackgasse, dann laufe ich wieder zurück und da ist ein ganz anderer Gang einfach vor mir. Da ist kein Überblick, Leute. Das Ding ändert sich, sobald ich da um die Ecke bin. Get up. Get up. Get up. Oh, nee. Need to run, hat er gesagt, der Juri. Wohin? Ist hier irgendwas? Nee, hier ist so Sackgasse. Dunkeln. Da geh ich mal hier lang. Oh. Das ist richtig übel. Hier kommt Sagi, Gibogi. Wie sind wir denn hier wieder gelandet? Na hier. Wo sind eigentlich unsere Arme hin? Ich würde ja einfach mal los. Die scheiß Kassette nehmen, geht ja auch wieder nicht. Unsere Arme sind weg. Ja, unser Grab Pack. Ah, jetzt. Ja, gut. Hagi Wagi! Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. Onboarding. Of all ways. You'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Entschuldigung. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. You know. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And? Should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd
smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. Das ist aber geil, ja. Schön, dass die Bahn sich raus hier. Ja. So. Und du? Welcome home. Ah, ja, du. Tippitoppi. Nu? Das ist eingeschlossen hier. Vorwärts immer. Sollten die einen Strom einschalten oder sowas? Daddy Longlegs! Ja, hier haben sie keine Lust gehabt, da irgendwas einzusprechen oder was? Schweine. Na gut, ja. Mami Longlegs. Tja, schon nur die Scheiße. Na ja, gut. Ja, doch, da haben wir ja schön Interaktion mit unseren geliebten Puppy Playtime Charakteren. Na, jetzt müssen wir wohl hier ins Loch hinabsteigen. So, und los geht's. Ui. Das sieht überall aus. Das Gas. Aber wir haben ja so ein cooles Rennfahrzeug, wie es ja sieht, ja. Jetzt geht's los, du! Hui! Geil! Wie jetzt? Shit! Dude! Ich dachte, ich kann hier einfach hinterherlaufen. Na gut. So wurde ich da hier gelandet. So. Und wieder ab. In die Katakomben. Ja. Es geht wohl nicht mehr, oder wie? Ja, hinter uns. Was ist denn hier los? Nicht. Waren ja Askisten gewesen, die sind ja schon kaputt wieder, oder jetzt kann ich nicht mehr das Ding benutzen. So, was ist denn da drin? Oh ja, wieder. Ist ja irgendwas. Ah, hier. Da war doch irgendwie. Sind Button wieder. Um da rauszukommen irgendwie. Na ja, gut. Wie würdest du? Direkt rein und hochspringen. Würde ich mal sagen. Ah!
muss doch zu den Knopf da irgendwie hinkommen. Was soll denn die Scheiße? Soll ich eine Gasmaske aufsetzen oder was? Ah, hier. Jetzt sind wir hier in der Adresse. Im anderen Raum hier. Wenn wir uns ja das alles sparen können, du. Ist hier jemand? Hier ist es hängt. Kommen wir hier nur drüber irgendwie. Und hier. Hallo? Ist da jemand? Ah. Ah, hier Batterie. Eins. Gut. Wo bist du zwei da, du? Oh nein. Muss ich noch für eine zweite Batterie suchen? Hey, du! Hey, sitzt du hier hinter deinem Bude rum? Bam, bam, in die Fresse! Komm, helf mir! Sitzt du ein Huggy-Wuggy-Viech da? So, na gut. Kam auch von hier? Ja, sind diese... Watch out. Jetzt das. Watch out. Jetzt gehen auch die ganzen Türen hinter mir zu und dann habe ich keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss. Hier ist... Hier. Boah. Ist da hier, da läufst du hier rum, hast du ein unwohlsames Gefühl die ganze Zeit. Du denkst, Mensch, du musst es sein. Ah. So, sonst sitzt da in der anderen Bude hier der Huggy Wuggy drin. Der pinke Huggy Wuggy. Ja. So, hier. Hier kommt Huggy, Huggy Wuggy. Irgendwo hier unter Bude ist da noch die zweite Batterie. Das ist das Loch. Jetzt hörst du noch so irgendwie in dein Ohr da irgendjemanden rein. Einatmen. Boah. Nicht schön. Na. Ja. Ah. Ich hab so ein bisschen. Die knirschen. Hier sind Doppelstockbetten überall. Oh, nee. So. Hihihihi, ich hab das Ding. Ist hier rein? Nee. Hier wurde Huggy. Ja, zack.
Okay. Und hoch geht's. Ich hab keine Lust. Gittert. Zerlegt ja die ganze Bude. Ach, hier ist immer noch. Wacki Wacki Pappaufsteller. Hier hinten. Könnt ihr euch vorstellen, da habt ihr schon ein abgefucktes Leben hier als Waisenkind und dann werdet ihr hier unten. Hau auf, dann werdet ihr hier unten im Verlies eingesperrt. Da passiert irgendwas, da kommen dann irgendwelche Spielzeugviecher an. Let's eat, Piggy Piggy. Roast beef? Delicious! Mmm. Grilled chicken? Down the hatch! Speared elephant? Yum! Gebratener Elefanten! Played unicorn? Mmm! Still hungry. Hey, hi there! I'm Piggy Piggy. Roast beef? Grilled chicken? Speared elephant? Played unicorn? Still hungry. Still hungry. Hey, what do you say you and I be friends? Ja klar, lass uns Freunde werden. Piggy Piggy. Ganz mein Geschmack nach. Es mag zu essen. Genauso wie ich. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir so einen Elektroknopf. Speichern. Oh Gott. Kommt hier jetzt auch wieder so ein Viech an. Warte. Ja, hier. Lecker Schweinekotelett, genau. Was suche ich denn überhaupt hier? Bewegt sich irgendwas? Ich weiß nicht was. Okay. Noch mal. So. Ja. Hier. Ah, shit. Fast. Na gut. Das kriegen wir gleich hin. Shit! Nee! Kackbett! So, alle guten Dinge sind 5. Okay. Ah. So. Hier haben wir wieder so ein Ding. Junge Strom her, du. Ah, hier. Gut, da ist aufgewacht, wie es aussieht. Hat doch seinen Patrick gehabt, ne? Ja, du. Möchtest kuscheln mit mir? Bewegt sich ja zu mir. Oh, das ist doch schön.
Ah, da kommt noch Clay. Oh, ja. Ja, ja, eine schöne. Einbauküche. Sind wir jetzt hier unten wieder oder was? Aha, ja. Kein Wunder, dass die Kinder Albträume bekommen haben. So. Ja, Strom. Ah, hier bauen wir jetzt Batterien. Hier sind zwei solche Dinger. Na ja, gut. Ja. Ah, hier unser Freund Fugi Wugi. Ah, das ist doch schon mal schön. Naja, wir hatten doch die. Grigori hat ja geschrieben, dass das so erfreut war, dass da ja für das Anfangsvideo vom zweiten Kapitel ja eine Mami Longlegs Puppe erstellt wurde extra. Macht ja, da habe ich mal geguckt, ja, auf AliExpress, da gibt es ja auch jeglichen Scheiß und die haben da schon vom neuen Kapitel, haben die schon mit den Critters, haben die schon all die Plüschtiere nachgefertigt in China. Kannst du dir bestellen? Und ja, daheim aufs Sofa legen. Genau. Also, wer auf das sowas steht, kannst du dir da holen. So. Oder hier. Genau, hier war der Strom, den hole ich mir. Okay. Der braucht hier zweimal Strom. Ich bin zumindest so. Was ist hier drin? Friends Forever, geil. Hier irgendwie Tür öffnen, aber ne. Was kommt denn jetzt von dem Middle Day an? Das hört sich ja gar nicht so schön an. Das grüße dich, Brickery. Lange nicht gesehen. Ja, hier Brickery, der hat sich ja gleich hat seinen Namen gehört. Da hat er sich gedacht, Mensch du, ich muss was sagen. Also, du willst also nicht diese schönen AliExpress Kuscheltiere haben. Bin da wirklich jetzt schockiert. Ich fand es schon immer lustig, dass da seit dem ersten Teil von Poppy Playtime da ja schon vom Hucky Wucky die Kuscheltiere da sofort überall auf jedem Jahrmarkt gab es die da irgendwie zu kaufen oder zu gewinnen. Das fand ich ja eigentlich sehr interessant. Ah ja! Hab ich dich. Du bist Sau, du. So, links nach unten. Da war doch auch so ein Lüftschacht.
Ah, ja, genau. Ich weiß nicht, was ihr dagegen habt, gegen solche schönen Kuscheltiere. Müsst ihr ja wirklich mal beim nächsten Jahrmarkt oder so, wo ihr seid, mal gucken. Da gibt es eigentlich immer die Poppy Playtime Merchandise und so. Das ist eigentlich sehr bekannt, so. Das fällt im Endeffekt eigentlich auch auf, wenn du da ja solche ultra hässlichen Viecher hast. So, gut. Was geht's denn hier lang? Da unten wieder raus. Das sind wir hier unten? Oh. Das wird jetzt so ultra verwirrend. So. Sind wir hier wieder in der Küche drin? Und wir müssten hier noch die zweite Batterie rumliegen. Wie schon gesagt, hier mit der Übersichtlichkeit ist bei mir was da oben. Kein Plan, wo ich hier bin, wo ich die Scheiße finde. Jetzt runter ins Büro wieder. Will ich ja nicht. So, hier ist zu. Da ist Küche. Genau. Hier. So, links geht's runter. Oh. Hier bin ich dort gelandet. Ich habe keine Ahnung. Hier wieder raus. Oh na, wo ist denn diese gottverdammte Batterie? Mal hier irgendwie die Tür aufzumachen. Das wird da nicht. Zwei gleichzeitig anmachen, das wird ein bisschen kritisch. Hm.
Hier geht's hoch, da geht's nicht weiter und hier geht's nicht weiter. Braucht er noch eine zweite. Braucht er noch eine zweite Batterie? Na gut. Gehen wir mal wieder hoch, würde ich sagen. Ja, eigentlich auch nichts gesehen habe. Hier ist das und hier ist das. Ist hier irgendwo noch so eine Kackbatterie dazwischen drin? Ja, was war das jetzt? Betten hier. Es ist schon übersehbar, aber es ist halt eine Frage. Wie schwierig versteckt ist die? Oh, hier. Ich war hier noch nie. Oder? Komm ich hier auch nicht hinein? Ja. Jetzt auch nicht auf. Ja, ich glaube, das ist der Weg. Bin ich hier gelandet? Sind wir hier unten schon wieder? Alle Wege führen nach Rom. Kacke. Hier eigentlich dahinter. Ist hier irgendwas? Nee. Hier geht's ja wieder ins darunter ins zum Schreibtisch. Ist halt die Frage, ist hier oben dieses Kackding oder? Und zurück. Wie's aussieht, nö. Jetzt sind wir wieder in der Küche drin. Aha. Genau. Wann ruft denn der Olli an? Wenn man ihn braucht, ist er nicht zu finden. Vielleicht hier unten in die Schachtel noch mal gucken. Shit, das sieht ja aus. Das Mädel sieht nicht happy aus. Na ja, gut. Der Schacht geht ja noch zur anderen Seite. Kommen wir da drüben noch mal irgendwie rein? Ich habe da keine Ahnung. Na, wir gehen da mal. Da unten war ja noch die eine Küche, die wir gesehen haben. Vielleicht können wir da irgendwie doch irgendwie rein und dann mal sehen. So. Da haben wir hier eine Batterie rumliegen. Na. Ja, komm hier, hier rein, ey. Ja, bitte. Okay. So, hier wieder.
So. Ich hab da jetzt wirklich ein bisschen nur Plan, wie ich da das Ding aktivieren kann. So. Wie ist es denn hier? Das geht hier rüber zu. Ist nichts. Dann kommen wir hier rein. In den Hauptraum. Oder so, keine Ahnung. Also hier? Ah ne, scheiße. Falscher Weg, nochmal. Ah, hier. Nochmal neu. So. Der hat hier, dann geht man hier den Strom her, dann geht man hier zurück, kann man hier wieder reingehen und jetzt müsste es eigentlich, soll da mal jemand drauf kommen. Boah! Schreck mich nicht! Nee. Fliegt ja erstmal so ein Vieh von der Decke. A good day keeps the monsters away. Okay. Two hugs a day is better in every way. Ja, immer schön. Hugging forever. Hugs are non-stop. Oh, Huggy möchte uns umarmen. I'm gonna hug you until you pop. So. Ja gut, dann muss doch. Das ist ganz schön viel Blut da hier vor der Tür. Ja. Verrecken wir hier. Scheiße, verrecken wir wieder, wenn wir hier reingehen. Na? So. Hm. Das hier sind Wandpaneele. Hier war nichts und hier war das Ding. Ja gut. Hier brennt die Karre vor sich hin. So, gehen wir mal rein. Das stammen wir halt. Ey. So, sind wir jetzt tot oder? Kommen wir jetzt ins nächste Level. Mal sehen. Bin ich hier? Da war ich doch schon lange. Zeit bevor. Ne, muss ich jetzt alles wieder von vorne machen. Das kotzt mich schon mal ein bisschen an. Ja. Ein paar Sekunden später. Hier ist ja schon die eine Batterie. Theoretisch müssen wir doch mal gucken, ob da nur eine Batterie hier drin liegt. Also. Das Ding kann ich öffnen. Ich aber nicht. Ja, noch die zweite Batterie. Oder war die vielleicht hinten bei dem Auto drin gewesen?
Tür ist ja wieder zu. Geht, Chat. Wenn ihr gerade am Steinsammeln seid, ihr könnt ruhig wohin fahren, wo ihr auch wollt, aber solange ihr da schön eure Fuse da lasst, da bin ich schon mal happy. Richtung. Nee. Boah. So. Resagi. Jetzt will ich mal das Ding loslassen. Geht nie. Macht hier vielleicht eine Batterie oder so. Die wir ja suchen. Aber nö. Ist ja nichts. Chat ist was los. So. Ist hier irgendwas? Oh nee, ich bleib wieder. Nee! Ah! Gut. Das ist jetzt ein bisschen schwierig hier, du. Guck doch mal nach. Eine Stunde später. Auf jeden Fall da hier eine Gasmaske, wie sie aussieht. Anderes Thema, da muss ja hier irgendwo so eine Gasmaske rumliegen. Habt ihr da sowas gesehen? Sowas in der Art. Eine Gasmaske. Eine Ewigkeit später. Ah! Ich Idiot! Jetzt habe ich sie gesehen. Muss ich ja wieder dieses Kackloch runter. Wie ich ja erst sag habe. Na gut. Sind da wohl wirklich spät drin. Ja. Die Richtung. Ah, hier. Genau. So, hier, dann müssen wir jetzt irgendwie hoch. So, Chat, seid ihr noch da? Gasmaske auf. Tür auf. So, geht's weiter. Ja, schön. Batterie. Die brauchen wir für wo? Keine Ahnung. Wir haben jetzt eine. So. Ah ja, wieder zurück. Das muss auf. Bam, 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 bam. So. Oh, wegen dieser blöden Gasmaske. Das hat mich so sehr angekotzt, die zu finden. Ah, okay. Wir müssen hier rein. Okay, ja, oder? Hier, Knopf drücken. So. Easy. Jetzt sind wir hier wieder. Ah, Tür ist offen. Perfekt. Speichern. Jetzt hat dann hier die gespeichert. Ach, hier, mein Chat, der ist noch da. So. Hier das Rätsel mit dem Ding.
Revolver benutzen? Ach ja, was tust du? Okay. Na, so geht das. Jetzt haben wir 2 von den Dingern. Wo müssen wir da jetzt hin? So. Gregory ist zurück. Herzlich willkommen. Du hast nichts verpasst. Ich habe da jetzt eine halbe Stunde gebraucht, da erstmal das Rätsel zu lösen. Das bringt nicht sehr viel. Überhaupt hinziehen? Okay. Okay. Yeah. So. Jetzt auch hier noch. So, das jetzt sowas. Was ist denn hier für eine Tür? Die ist zu? Gut. Ich da überhaupt reinspringen in den Laser oder war ich da gegrillt? Ja, easy. Ah, gut. Naja, Chat, die Reste sind ja ein bisschen schwieriger als sonst, als bei den ersten. Ich sag mal, der erste Teil, das war ja so ein bisschen Konzeptstudie, ob das überhaupt hier Anklang findet. Und der zweite Teil, das ist ja... Jetzt geht ja Strom hier in die Kiste. Und der zweite Teil, das war jetzt auch heftig mit Rätsel, aber nicht so gruselig. Fand ich auf jeden Fall. Und jetzt hast du eine gute Mischung aus vielen Rätseln. Und Grusel. Ich habe dann nur 9 Euro bezahlt. Und ich sag hier, fairer Preis. Die Leute haben 3 Stunden da so verbracht. So, jetzt bin ich hier auf der Seite. Was bringt mich mir das? Hier, zack, 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 hier. Ah, Ja, Freunde, gute Nacht. Ist ganz einfach.
glaube, da mache ich erst. Moll. So, easy! Nee, wirklich, aber, naja. So ein Trick. Hier, ja. So. Fahrstuhl sogar. Geil. Hier links. Hier rechts. Muss man sich erst... Mal erstmal überall nachgucken, dass man nichts verpasst, so wie die Gasmaske vorhin. Ja, ja, sehr gut. So. Mal sehen. War ich doch in dem Haus gewesen, um da irgendwie Strom anzuschalten. Das ist Gaskraftwerk. Jetzt war ich hier, hatte Rätsel gehabt, jetzt habe ich das und das gemacht, aber nichts passiert. Hey, AG, was geht denn? No, no, let go! Ah, hier unsere Bobby-Puppe. We're actually here to help. Ah, danke. Ich habe so viele Freunde. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Haben wir unseren Huggy-Wuggy, da haben wir die Puppe und Olli. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. So. Ja, das dynamische Trio geht jetzt hier lang. We'll be okay. Na, wie jetzt? Das war schön. Ah, hier geht's runter. Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. Ah, schön. I need you. Can get revenge on those monsters who've tortured you. Scheißegal auf die Monster hier, die soll... Ich will hier raus. They're disciples of the original. The prototype. Do the honors. Bam, bam, bam. Ja, Strom läuft wieder. Und du? Ist wieder runter. Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. Okay. It's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. Wo ist denn der Rest von den Leuten? Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Ah, ich weiß, dass ich perfekt bin. Is coming.
He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Auch gut. Ja, Pipas. Ich glaube, dann machen wir wieder mal zurück zur Gasstation, oder? Hallo, Olli, bist du da? Es geht. Hey, hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. Ja, hoffentlich. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Bin ich hier reingebackt oder was? Ja, klasse. Keine Ahnung. Erzählt mal was von dem Haus am Porch, soll ich hier. Da erzählt er mir irgendwas, dass ich da was ändern muss. Mit dem Powerkabel. Ja. Jetzt hier wieder raus. Alles kaputt gebackt. Oh nee. So komme ich hier wieder raus. Ja, jetzt ist wieder die Tür offen. Mache ich rein, geht die Tür zu, komme ich nicht mehr raus. So, Power Cable on the porch und das dann irgendwo zentral hier reinstöpseln. Hier unten irgendwie einstöpseln. Speichern. Ja, mach's gut, Gregory. Hast keinen Saft mehr, du. Ah, hier, oder? Schöne Schüssel. Ja, ist das jetzt der Schule oder ne? So. Wo ist das die Schule? Viel schwarze Sorgen. Gregory, das sieht schlecht aus hier. Du hast keinen Saft mehr. Okay. So. In die Schule gibt es ja nichts Schöneres, oder? Nett. Klasse. Ah. So. Okay, make this quick. Turn on the generator, leave, and plug the school's power cord.
So, da sind wir jetzt nicht allein. Allein, allein, ich dummes Schwein. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, ein Problem. Remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. So. Ich geh links rum. Na hier, da haben wir doch. Akku. Block. Wir sind ja nicht alleine hier, hat unser Freund ja gesagt. Aber wer sonst ist denn hier mit uns? Miss Delight. Ja? Mal sehen. Shit. Jetzt müssen wir wohl ja hochkommen oder was? Naja. Okay. Dann ist irgendwas rumgehüpft. Hier unten so ein Lüftungsschacht rein oder so. Na hier. Ich müsste es doch jetzt. Naja. Kommen wir ja auch nicht drüber. Na ja, gut, Leute. So, das und das macht Strom für hier. Hier ist die Batterie. Hier dahinter. Entweder suchen wir so eine andere Batterie oder halt einen Weg da hinein. So, meine lieben Freunde, ich habe da wirklich null Plan jetzt. Und ich hoffe mal, dass jetzt die Puppe da irgendwo herankommt. Wenn sie es da auf den Maul haut oder so. Ja, gut. Hier waren wir ja schon ziemlich weiter. Ach, oh, oder? Aufgemacht habe ich ja schon. Naja, hier waren wir ja schon überall. Geht's hoch, also hier wollen wir ja gar nicht rein. Naja. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Ja, hab schon verstanden, du.
Wie kommen wir denn da rein, Leute? Hier geht's ja irgendwie so ein Schacht rein, ne? Muss da irgendwo hochziehen. Ich ja schon hier drüben hier das Ding hochklettern, aber es wollte ja nie aufgehen. So, alles abgesperrt. Leute, es wird kritisch hier. Was sind wir denn hier? Wo kommen wir denn da hin? Es wird nicht. Hier ist der Ausgang. Nee. Chat, habt ihr da eine Ahnung? Was soll ich jetzt machen? Tja, hier mal sagen, dass ich da rein könnte, würde. Jetzt Tür zu. Hier komme ich doch unten drunter durch. Überspringen geht nie. Ein Drohner geht dann wieder. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Ja, mir alive. Geht's gut. Hm? Ja, ja. Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. My own safety. Wie own safety. So Ström. Brauche ich jetzt wieder Ström für hier. Ja. Bin ja immer noch nicht sicher, was ich da so machen will. Hier komme ich nicht weiter. Komme ich da wenigstens irgendwie hoch? In die Decke. So ein Lüftungsschacht, dass ich da wenigstens irgendwie hinter der Mauer da. Ja, Muggy Wuggy. Bin jetzt ja schon fast 4 Stunden hier im Livestream. Ah, shit. Hat fast 3 Stunden im Livestream. Jetzt bin ich ein bisschen hier. Bisschen doof, muss ich schon sagen. Ich kapier die ganze Scheiße nicht mehr. Naja! So. Klasse. So. So, hier. Nächste Kassette. Wie ist sie denn? Hier gefunden. Laut vor. Könnt ihr da was lesen?
Ich kann es nicht. Scheiße. Ist abgeschlossen. Mach doch mal hier das Licht an, sieht man doch nicht. Naja, Leute. Wie jedes Mal suchen wir auf der Suche nach irgendwas. Brauchen Strom und dann können wir den bösen Bösewicht da irgendwie aufs Maul hauen. Und dann sind wir alle frei. Oder auch nicht. Ich weiß das doch nicht. Was zu. Brauchen eine Batterie. Die wieder ist, keine Ahnung. Leute, sagt mir, wo ist die Batterie hin? Wo hier noch? Ah ja, gut. Kassette. Ah, hier. So. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Sind sie? Places the employees? No. Are the children safe? Yes. Can I see them? No. Da spricht er. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Lustig. Oh, scheiße. So, Batterie. Bist du? Steck dich nicht. Ja, hier. So. Ist hier hinterkommen? Der Chat kann mir auch nicht helfen. Naja, dann wir noch einmal. Ja, war ja noch. Probier es mal nochmal. Find Batterie A am Platz B, dann geht zu C, dann liegt vielleicht hier die Batterie rum und dann ist da der Energiequelle da um die Ecke. Ach, hier geht's wieder hoch. Wohin, keine Ahnung. Vielleicht zur Batterie, wer weiß. Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out.
Ach ja. Alles immer hier. Ging ja. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Did you know that there are 60,000 miles, the smallest bone in your body? Want to learn more about human organs? Yeah. Hello, students. Did you know the smallest bone in your body is the states in your ear? Still, damage it, and you risk losing your hearing. So, Note 5. I had to look again. Nu? Geht's wieder? Ah ja, Tür. Speichern. Ah ja. Ah ja, ja. Hey! Danke! Ich hab da nach der Batterie gesucht, junge Dame. Du wüsst dich doch hier holen, Dwayne. Will da jetzt beiß, kriegen sie da keinen. Verbeug dich vor dem Prototyp. Typs. Ist da nicht wundervoll. So, Leute. Wir kriegen das nochmal hin. Jetzt muss ich hier wieder. Nichts. Okay. Go, go, go. Ich sehe dich. Hier unten ist er. Gefällt mir ja gar nicht, dass sie hier ist. Oh, nee. Bleib mir ja fern. Ah, hier. Ja. Die alte Truller, du.
Komm ich durch, komm ich durch, komm ich durch? Ja! Das ist der Fehler. Beim letzten Mal ist sie da durchgebackt. Das war so kacke gewesen. Aber jetzt ist sie draußen. Die gute Dame. Nee! Ich hab da zwei Videos gesehen. Um zu sehen, wie ich das lösen kann. Und da ist nie die Alte durch die Wand gebackt. Und jetzt ist sie wieder hier, die gute Dame. Gibt's doch wirklich nie. Zwei grüße Videos. Rickery. Lange nicht gesehen. Rickery, grüße dich. Okay. So. Okay. Na, ist halt die Frage, ob die da jetzt durchkommt. Ah, die geht jetzt zur Tür. Hallo. Hola. Das ist hinter ihm her. Ja, das ist ganz genau. Ja, meine gute Freundin ist hinter mir her. Komm mal ein bisschen mehr hier in die Ecke. Eigentlich sollte das ja in das Ding reingehen. Bleib mir ja fern. So, hier können wir dann die Tür aufmachen. Unsere gute Troller macht für uns die Tür auf. Gleich. So. Ja, cooles Konzept für den Bosskampf, ja, auf jeden Fall. Ja, warte mal, ich versuche die mal ein bisschen mehr in die Ecke zu treiben. Nee, in die andere Ecke. Ansonsten klappt das. Das ist ja schon eckig genug. Oh, ich kotze im Strahl, meine Freunde, ich sage es euch. Ja, das letzte Mal habe ich hier Ewigkeiten verbracht, um das Rätsel zu lösen. Und jetzt ist die Trolla wieder hier. Und das Ding ist, ich habe da zwei Videos geguckt. Und beim Beten hier das andere Tor davor, ging zu und die konnte nicht reinkommen. Dachte ich mir, hier alles safe, alles easy. Und jetzt zack, packt die wieder durchs Gitter durch. Beim ersten Gitter habe ich mir schon gedacht, naja, ist halt so wie es ist. Kleiner Fehler.
Aber nee, die anderen YouTuber, die hatten hier mehr Glück gehabt. Komm her. Ich muss sie erstmal hier in die andere Ecke hier reintreiben. Damit die dann wie beim letzten Livestream nicht da wieder in der scheiß Tür drinne steht. Oder vor der Tür rumbackt. Hey, 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 hey. Komm mal her. Ja, da lacht sie, die Gute. So. Und jetzt rennen. Hier ist irgendwo. Das ist ein verdammter Schalter. Ah! Du dumme Sau, du! Was ist denn tot? Leute. So, wir wollten doch eigentlich Strom haben für diesen Generator. Nein, wir wollten da die Stecker haben oder hier Notstromzufuhr für das für den Notstromer und dann irgendwie, dass da die Gas das Gasding funktioniert. Aber naja, mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Two, three. Heh, didn't get very far, did we? No. Again. Again. One, eins, two, zwei, three. Drei. Hüpf. Nope. Still didn't make it. Listen, this won't stop until we make it to the moon. One, two. No, no! Don't look at your feet. None of that matters. Again, again. Again, again. Jump, meine Freunde, jump! Jetzt gehe ich schon wieder. Ah, hier. Was ist denn das? Boah! Ach, scheiße. Das Ding ist limitiert. Es lädt jetzt auf. Ah, wir haben jetzt irgendwie eine Feuerpistole in Hand. Equipment required. Okay. Könnt ihr jetzt rumballern? Bam! Bam! Ja, lassen wir mal sehen, wie wir weiterkommen. Okay. Speichern. Ich frage mich eigentlich jetzt nur, was wir jetzt abballern sollen. Taschenlampe. Ah, hier Kassette. So. Schauen wir mal, meine Freunde. Reggie? Nothing, nothing. Let's just get this shipment dropped and go. Hello, my name is Elliot Ludwig. Would you look around? I take it you're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry?
That doesn't sound like the Rich I know. Mm-hmm. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graft. An honest, hard-working man. You prove me right. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. Das ist ein bisschen Chit-Chat zwischen zwei Angestellten hier. Not everybody, Rich. Not everybody. Oh, du, ja. Interessant, ja. Nicht wirklich, aber fühlt da schon ein bisschen die Story, sowas. Wie sind wir denn jetzt gelandet hier in irgendeiner Höhle? Lasse. Na ja, gut. Was für Kisten hier immer? Sollen wir da mal runterspringen? Whee! Work Area. Na schön. Hier über oder was? Hui! Hände hoch. Ja gut. Gehen wir mal weiter. Leute. Ich bin aber wirklich froh, dass wir jetzt hier die alte Trulla nicht mehr haben. Wisst ihr, hier die. Die alte, die uns verfolgt hat. Es sind dann solche Momente, wo man sich dann sagt, Mensch, du. Das ist eigentlich so angenehm, das Spiel. Ist ein bisschen gruselig, aber angenehm, weil du hast da niemanden rumspringen, der dich umbringen will. Okay. Soll ich hier überhaupt runterspringen? Keine Ahnung. Shit. So, ist cool. Jetzt sind wir hier wieder. Okay. Das ist Newton. Okay. Das ist nichts. Hier geht's hoch. Hier komme ich her. Hier? Ah, da schalte ich so das Ding an. Muss mal in der drauf kommen.
Ah, hier. Rum aus. Ach so. Shit. So, wir wissen aber auf jeden Fall, wo es jetzt weitergeht. Ja, ich stehe auch auf dem Schlauch. Alles dunkel. So. Also, hier Schalter, hier geht's an. Dann müssen wir auf den anderen wechseln. Ah, nee, nicht das. Hier hoch. Ja, okay, jetzt haben wir es ja, wie es aussieht. Und weiter geht's. Playtime mit Miss Randy als neuer Kanaltitel. Nee, lass mal. Speichern. Ja, wie jetzt? Komm ich hier rüber? Eigentlich nee. Komm ich doch nur rüber. Was ist denn hier drüben los? Ich glaube, das ist jetzt unsere nächste Sektion. Na ja, gut. So. Nächstes Rätsel. Klappt denn das nicht? Das müsste doch jetzt funktionieren. Oder es noch ein bisschen weiter drin, damit es hier rüber geht. Dann machen wir das mal, du. Hier irgendwie rüber mit meinen Ärmchen. Genau. Dann mache ich das hier rum. Und dann hier. Das mache ich dann da rum. Und dann könnte es vielleicht funktionieren. Okay, das ist jetzt der Elevator, sozusagen der Aufzug, den wir da aktivieren können. Ah, hier geht's hoch. Ne, wurde hier zwei. Ey, fast zu runtergefallen. Das verdammte Scheiße. So, geht's hoch und los. Ausgezeichnet, du. So,
ist nun die fertige Musik. Muss ich jetzt hier die ganzen Viecher abknallen? In meiner Raketenhand. So. Genau. Ah, ich hab da. Oh, gerade so gesagt, ja, hier, lässt uns mal das Spiel mal, ja, let's. Wie war's, Randy Playtime umbenennen? Hab ich ja auf itch.io, wo ich die ganzen Crappy-Spiele herkrieg. Da hab ich hier einen schönen Hobby-Playtime-Klon gesehen. Da dachte ich mir, Mensch, das wäre da eigentlich auch was. Aber ist halt wieder so eine, ja, Investitionsfrage. Weil das Ding hat 1 Euro gekostet. Ist halt die Sache, ja, für einen Hobby-Playtime-Klon 1 Euro bezahlen. Das Original für umsonst kriegen den ersten Teil. Ist halt immer so eine Sache. So, jetzt wurde nichts gelandet. Hallo. Lädt. Ja, auf jeden Fall die Antrapunen. Rätsel sind eigentlich sehr schön gemacht. Das sind halt wirklich solche Sachen. Ich bin ja hier eigentlich hier auch ja aus Freude ja die Point-and-Click-Adventures auf und das ist halt die Umsetzung in 3D sozusagen. Da kannst du halt Point-and-Click-Adventures hast du halt ja deinen Hintergrund und alles und das ist dann hier wie ein Wimmelbild, wo du dann erstmal hier das richtige Ding raussuchen musst. Also das kombinieren und so ein Spaß. Und das ist ja in 3D dann ja die Umsetzung. Das ist halt so eine Sache, wo dann auch ja, ziemlich einfacher Platz dran. Und, ja. Genau. Gregoris meint Abklatsch. Du meinst bestimmt die. Da itch.io Clown. Ja, es sah dann nicht sehr kreativ. Schön interessant aus, aber. Wie schon gesagt. Bücher. Videoband. Wo ist es denn? Daher! Müssen wir jetzt noch schleichen? Auf jeden Fall, Point and Click Adventure ist halt schon gemacht, muss ich sagen. Aber ist halt dann veraltet, das ganze Genre. Das ist halt ja dein Wimmelbild im Endeffekt, wo du deine Sachen suchen musst. Und ein bisschen zusammensetzen. Das ist halt wohl wieder nicht zeitgemäß. Wo ich dann euch sage. Abgeknallt, das Scheißvieh. Ja, wo ich dann sagen muss, hier, das ist dann ja so ein bisschen zugbildmäßig gemacht. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Ja, wie schon gesagt, die Point-and-Click-Adventures, das ist halt hier der Hintergrund, wo du dich dann hin und her bewegst, vielleicht ein bisschen vor zurück, das war's ja eben auch. Das war ja dann Standard 1990, oder das ist dann eigentlich losging mit Point-and-Click-Adventures. Secret of Monkey Island, Baphomet Fluch und solche Klassiker von lang, lang her. Das hast ja auch ja entsprechende Entwicklung in den ganzen Spielen. Dann hast du halt einfach nur den Hintergrund gehabt, wo du dich davor hin und her bewegt hast. Dann kam dann irgendwann mal Resident Evil. Das war ja auch ja eher starrer Hintergrundmäßig, wo du dich dann auch wieder als Person in dem Raum bewegt hast und dann die Viecher abgeschossen hast. Und jetzt ist ja alles 3D-mäßig mit 3D-Renderung und alles heutzutage und das ist alles ganz anders. Oh. Oh, ist das süß. I'm lost without you. Ja, bist du. I've been lost a long time. Hab ich dich nicht gerade abgeschossen? Please, take me with you this time. Bleibst hier. You won't leave me, will you? I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Rickery fragt nach Day of Tentacle. Day of the Tentacle. Ja, das passt ja eigentlich auch zum Point-and-Click-Genre. Aber wie schon gesagt, ich mache da eigentlich in der Point-and-Click-mäßigen mache ich ja das Black Mirror 3 im Augenblick. Und wenn das durch ist, können wir das eigentlich im Angriff nehmen.
Da habe ich noch in meiner Bibliothek das neue Black Mirror, was dann auch eher 3D-mäßig ist. Muss ich mal sehen, dass wir das vielleicht erst machen und dann mal was anderes. Muss ich mal sehen, aber wie schon gesagt, ich bin ja vor Info solche Sachen eigentlich immer sehr dankbar, wenn da gesagt wird, ja, hier kannst du mal dies, das Spiel oder das Spiel machen. Da muss ich ja als angehender Content Creator, muss ich mich ja da ein bisschen auf die Leute einstellen und sagen, ja, hier, ihr denkt, das ist interessant für mich und das Richtige für mich. Jetzt machen wir das mal. Wie schon gesagt, das Original Day of the Tentacle, okay, gibt's aber bestimmt ja auch wieder ein Remake, weil das geht's ja, das ist ja auch die ganze Sache, wenn die ganzen Remake-Macherei, dass da die Grafik auch nicht mehr passt. Und deshalb, was ist denn hier wieder? Dass da halt auch für jüngere Zuschauer das Spielerlebnis, hier, das Spielerlebnis nicht passt. Aber auf der anderen Seite da, hab's nicht getroffen, das ist wieder zurückgegangen. Gottverdammtes Vieh. Lacht mich nicht aus. Oh, nee! Jetzt kommt hier aus irgendwelchen Löchern raus. Wisst euch. Oh, nee! Ich komme jetzt näher. Wie die jetzt gelandet. Ich sehe gar nichts mehr. Verpisst euch! Die Viecher sind charmant auf jeden Fall. Wisst ihr ja nicht, ob die dann von links oder rechts kommen? Hinter einen? Und hier verlierst du ja übelste Orientierung. Bin ich jetzt gelandet? Hui! Rutsche. Nu? Nee. Und die von oben? Speichern. Ah, gut. Speichern ist immer gut. Nu? Komm ich hier raus? Fick dich! Aber auf jeden Fall bin ich durch den anderen Raum gekommen. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ich dachte, die ganzen Critters, die sind ja alle verreckt. Und das hat auch der Olli gesagt. Was ist das? Komm ich hier durch? Hier raus? Ja. Der backt da rum, der Junge. Jetzt bin ich ja in irgendeinem Kinderspielplatz oder was? Bis dich! Oh.
So, hier ist irgendwas mit Strom. Kommt von links und geht nach rechts. Noch nicht so böse. Verpiss dich! Okay, steh auf. Na ja, gut. Ich bin da ein bisschen traurig, dass das ja nicht irgendwie explosive Sprengsätze sind. Dass ich die nicht irgendwie explodieren sehen kann. Hier ist es noch. Hier ist es noch an. Ist dich. Okay. Auf jeden Fall war da eine Schalter noch an. Das macht ja alles viel einfacher jetzt. Ich glaube, da gehe ich einfach in der Mitte. Da hoch in der Mitte. Drückt den Knopf easily und dann müsste es ja schon weitergehen, theoretisch. So, was ist es denn? Wo sind sie denn, die Viecher? Hier ist immer so ganz ein Patzen von den Viechern. Schalten die hier immer die Knöpfe aus, oder was? Muss ich jetzt was finden, dass ich da auf einen Knopf drauflegen kann? Ich hörst du ja immer so die Kuscheltierschritte. Näher kommen. Wirklich? Gleich dich mal nicht so an hier. So. Geht's runter zu? Jedes Mal immer zu dunkel. Hier packen welche rum. So.
ist jetzt aus oder bleibt es an? Ah. Habe ich nur kurze Zeit, da rüber zu rennen oder was? Das ist ja schon ganz schön scheiße, du. Komm hier lang. Kürzester Weg. Rüber. Spiel aus. Na. Gott verdammte Scheiße. Nee. Das war nicht viel Fenster, ja. Es ist nur so lange an, wie ich draufstehe. Okay, also muss ich jetzt da bis ich eine Stunde draufstehen und dann hat's das. Ja. Hier hinten in der Ecke. Dann wollen wir hier erstmal eine Stunde, oder? Ist ja die Frage, Brigori, wie lange ist es denn an? So lange, wie ich draufstehe? Vielleicht. Das dauert erstmal ein Stück, bis da die ganze Ladung da drüben ist. Also, bis da genauso lange dauert, wie ich hier stehe, bis ich darüber gehe, bis es damit ausgeht, weiß ich nicht. Ist noch an. Also, von daher. Ach, hier ist ja wieder das Fenster. So. Ui! Finde ich da irgendwas draufstellen? Ich weiß ja nie. Schieß ja mit meinen. Ein solcher durch die Betonik. Dem Würfel drauf, dann müsste es ja eigentlich funktionieren. Gott verdammt! So. Wir werden unser Fenster vermissen, ja genau. Na gut, mal sehen. Machen wir das noch einmal. Jetzt haben wir ja so relativ das Rätsel gelöst, wir müssen da irgendein Gewicht drauflegen. Verpiss dich. Ja. Bis dich! Alte Sau, du! So schön, die Viecher da rumlaufen zu hören. Bis dich! So. Jetzt müsste es ja aufgehen.
ich darüber. Gottverdammte! Da stand genau vor mir. Stirb! Na, so. Leute, so. Lass uns mal sehen. Ich muss ja hier irgendwie hinterspringen. Hinterkommen. Ach, wieder abgerutscht. Die Scheiße. Ey, verpiss dich! Tür zu! Zieht! There's no room for you here. Sind wir hier gelandet? Feature Engine Raum. Lass mal eine Runde schwimmen. So, blutige Tür oder nicht blutige Tür? Hallo? Sind ja schon wieder Löcher an der Wand. Freut mich ja immer. Bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiß. You're Pappy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Birdcap's home angel. There, home. A million pairs of eyes are on you now. Watching. Waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. Okay. Return, they're fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. Das ist das, was wir jetzt so schön seit mehreren Livestreams versuchen. Nu? Oh nee. Bam. Friss mich. Ah. Ja gut. Das scheint wohl hier der nächste Spaß zu sein. Dass der dann immer hinter uns her ist. Geh auf. Und los geht's. Weil es uns so sehr gefiel. Noch einmal das gleiche Spiel. Hier einmal herum. So, da kommen die Critters von links. Ne, hier.
So, hier waren wir doch noch nie. Hui! Easy. Na, kommt er jetzt wieder, oder? Jetzt wieder runter. Hier ist nichts. Zum Glück haben wir ja die andere Hand. Da können wir mal ein bisschen ausleuchten hier. Ist so eine schönere Stimmung. Wir machen erstmal hoch und jetzt geht's wieder mit der Rutsche runter. Jetzt macht's da wieder Sinn. Hui, und let's dead, meine Freunde. Wo kommen wir jetzt raus? Olli ruft an! Geil! Ring, ring! Hey, are you alright? No ouchies or lost body parts? No ouchies? I'm really glad you're okay. I don't want to lose any more friends to this place. Hey, did you see the shrine? Catnap made it for the prototype. See, before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. Oh. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. Oh, schön, wie immer. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. So, also, Catnap, da ist doch was verreckt. Und dann kam der gefährliche Prototyp an, der hat den gerettet. Jetzt findet Catnap den Prototyp übelst geil und ist jetzt sein Gott. Und hart hilft ihn halt jetzt. Und wir sind da halt hier so Sand im Getriebe. Und wir wollen das ja nicht. Also von daher möchte Catnap uns ja umbringen. Klingt doof. Ist es auch. Nee, ist schon eine schöne Story. So, was haben wir denn hier? Ah, schön. So, wir sollen hier auf, wie der Olli jetzt gesagt hat, ist wahrscheinlich hier der Catnap irgendwo. Na, unser Boss. Jetzt sollen wir halt ein bisschen aufpassen. Und los geht's. Yeah. So. Batterie. Soll ich die Batterie herkriegen, Leute? Aha. Easy. Wenn die uns ja auffangen wollen, warum verstecken die die Batterie nicht ordentlich? Kassettenrekorder. Und hier noch irgendwie. Und
Na gut. So. Okay, moderne Kunst. Schön. Hier wird es wieder blutig, Leute. Ja, ist das geil. Ah, hier. Batterie. Warum sind Batterie? Batterie 1 und Batterie 2. Pardon, Leute. Es tut mir ja leid. Es war nicht mit Absicht. Wo haben wir jetzt die Batterien? Ach, hier. Oh, ja. Was ist denn hier schon wieder? Run. Das lasse ich mir nicht sagen, hier du. Muss ja schon einen heftigen Grund geben, dass ich da renne. Help! Ist hier irgendwas? Nee. Die Musik schon wieder. Da kriege ich ein bisschen Angst. Help. Ah, wie? Speichern. Na gut. Hup. Links bis rechts. Da sind wir ja wieder hier in der blöden Höhle drin. Ja, solange uns da niemand hier irgendwie daherjagt, ist eigentlich alles. Sieh du bei mir. Das ist jetzt schon wieder so ein blödes Rätsel, wo wir ja erstmal Strom brauchen. Na gut, machen wir das mal. Mal. Irgendwas hier. Könnte ja sein können. Dann gehen aber theoretisch schon. So gut. Ja gut. Sozusagen ist es ja nur der Fallbereich. Nur da aufpassen müssen, dass wir da nicht runterfallen. Ja, gut. Das Ding ist ja auch nicht an, oder? Oder wo? Ja. Ist ja nach oben. Guck mal ein bisschen rum, du. Mhm. Ja, ja. Ja, meine Freunde, ihr habt das ja schon wie ich selber mitbekommen. Wenn es speichern ist, dann regen wir gleich. Oder auch nicht. Irgend so ein Kackrätsel. So, komm ich wieder zurück? Hui! Nö. Gut. So. Jetzt bin ich hier. Scheiße. Bin ich wohl mal hier ein bisschen doof gewesen. So. Irgendwie müssen wir da irgendwo hoch. Ah, hier.
Du, haben wir ja noch irgendwie einen Schalter im Zweiten. Ist er hier drüben? So. Hier ist ja kein Schalter. Zum Glück habe ich solche langen Hände. Hier wurde mal leicht hier mit der anderen Hand. Seht ihr da das andere Ding, wo wir da irgendwie aktivieren können? Ich sehe da aber auch nichts, Leute. Ich sehe da vorne diesen scheiß Boller, den wir da eigentlich antatschen müssen. Für den Schalter, aber ansonsten, ne. Hier auf der anderen Seite. Jetzt zu lang. Scheiß Ding. Na ja, gut. Ist ja nicht ohne Grund ein Rätsel, ne? Hier drin in dein finsteren Loch bin ich ja was. Nö, alles finster hier. Scheiße. Sonst gehen wir schon hin, Leute. So. Oh nee, wirklich. Das sind so doof. Ja, alles klar bei mir, aber ich kann mich weiter. Hier. Da oben ist was zum Hochziehen. So. Seite wäre das mir das Ding eigentlich lieber. Okay, was für Mut haben wir? Wieder rüber zu springen? Guck mal, ja, und nicht mehr. Oh, oder? Okay. So, keine neuen Vorkommnisse beim Chat, wie es aussieht. Ah, hier oben muss ich wieder kommen. Das funktioniert. Okay. Shit, das war doof. Das war jetzt doof, Leute. Ja, okay.
Warum? Wie soll ich da hochkommen? Ah ja. Macht's mal andersrum. Zuerst ist den anderen und dann da oben den. Ja, das müsste ja klappen. So, und... So, wenn ich das hier mache, jetzt hier drüben lang gehe, müsste das ja eigentlich klappen. Okay. Jetzt hier hoch. Genau. Ah, Moment. Klitscht. Oh, hier. So, okay. Mal sehen. Wo jetzt hinkommen. In unsere Fresse. So eine Scheiße. Ah, hier. Der Schlüssel. Haben wir noch eine Videokassette? Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on in. Please, have a seat. Okay. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. Oh, so schön. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh. What? Das ist ein Jetzt. Well, it appears there's been some complications. Complications? Complications. Wir sind los mit dem Junge. What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graper, we deserve a better explanation than that. Okay. Don't you think? You're in charge of all this! I will test this. How do you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Na gut, da wird ja an den Kindern rumgetestet, wie es aussieht. Naja, wir haben einen Schlüssel gekriegt. Und jetzt können wir halt weitermachen. Ah, hier. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Thanks. Now, can you give me some red? Oh, what? Us? You're hiding more red from me. I know you are. Okay, hier. Give it here! Geil. Tu, der verrückte ist vier. So, das wird auf finster. So geht nicht. Gut, gut. The Hour of Joy, also die Stunde des Spaß. Run. Ja, hier, die wollen uns ja ein bisschen erschrecken, die Jungs und Mädels.
Na gut. Ich geh mal hier lang. Nee, hier ist ja nichts. Scheiße. Ausgezeichnet. Hier. Da geht nichts auf. Hier ist Ventilation. Na ja, gut, machen wir weiter. Scheint ja alles komplett chillig zu sein hier. Und jetzt krach. Und der blöde Schacht fällt zusammen. Kommen wir hoch? Nee. Müssen wir runtergehen halt, ne? Ist hier Gas drin oder was? Na, geht ja schon wieder besser, du. Ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. In den Raum. Das ist nichts. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Ja. Okay. Blockt. Ah, interessiert mich doch nie. So. Okay. Das andere Ding. Was denn hier? Nicht. Was sind hier so viele Gasmasken? Keep blocked. Ah, ja. Okay. Aha. Da brauchen wir ja die andere Hand. Stimmt, ja. Hand Nummer 1. Hier ist noch was. Aha. Okay, dann müssen wir ja jetzt alle drei relativ zügig. Entsperren. Ja, ausgezeichnet, du. Easy. Das wäre relativ einfach gewesen für uns. Na gut. Gut, jetzt. So. Hier, das war jetzt wieder. Ausschalten. Das Ding ein bisschen rumstellen. Und wieder an. Achso, gut. Ja, jetzt gehen dich hier die Dinge an. Jetzt kann ich wieder hier hoch. Oh, shit. Viel Schmackes. Ach, nee.
Okay. Jetzt nehme ich mal beide Batterien mit. Okay, jetzt das Ding wieder ausschalten. Und wieder hier an. Wir müssen es ja mit unserem Aufzug nach oben gehen. Scheiße. Und wieder runter. Das war ein bisschen nicht weit gedacht. Jetzt muss ich hier drüben erstmal das Ding entschärfen. Okay. Jetzt müsste ja. Okay, das war das Falsche. Und noch einmal. Und jetzt hier wieder umschalten. Jetzt geht's wieder hoch. Zack. Mit mir. Ah, hier. Hä? Wünscht ihr wohl, hä? Hier wieder. Okay, das Ding will nie. Okay. Dass mir das Ding wieder wegpackt. Wo ist das Ding hin? Ja, Buggy Playtime. Auf jeden Fall. Und noch mal. Weil es uns ja zu sehr gefällt, ne? Ach, komm schon. Das hat schon da. Ich habe schon gemerkt, dass es irgendwie buggy ist hier. Das hat die Idee ja nicht so viel macht. Dann hier und hier noch was drehen. Na, komm schon.
Und jetzt hier einschalten und dann müsste es ja schön fertig sein. Easy. Musik. Ja, das ist ja das gewöhnlich. Naja, ist das jetzt auch wohl Rauch? Jetzt muss ich hier gelandet. Ja, wohin? Na, hier, Batterie. Ist das noch irgendwas hier? Das ist richtig schön, ja. Aber ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Wir haben ja dann... Kommt denn da her? Ach du Scheiße! Scheiße, Leute. Was der Hölle? Wie ich jetzt hier mal gelandet? Nee. Nur blauen. Da was denn du? Bin ich jetzt total stone vom roten Rauch oder was? Do you know what's happened here? Na, eigentlich nee. Hab ja auch nicht daran gedacht, dass da auch irgendwelche Kinder rumrennen. Das ist ja weißen Haus im Untergrund ist. Grafikmäßig gemacht. Was sind da die Kinder gewesen hier? Ich glaube, die ganzen Spielzeuge waren mal Kinder. Und sie haben gehört genommen und dann hat es in die Spielzeuge reingepackt. So. Do you see why we have to end this? Keine Ahnung. Sag es mir. Do you even know what's real? Na, jetzt mit dem roten Rauch, nee. Was ist denn nun? Total high. Hier der Hookie Boogie. Unser Freund. Hi, Hoogie Woogie. No, you don't. Olli, bist du das wieder? Wegen nö. Ja, der Prototyp. Guck an.
Video um. Jetzt geht's weiter. Ring, ring. Wie jetzt? Olli, soll es mit Rauchen aufhören? Das hört sich auch. Gott, das kann man nicht an. Ja, ja. Ja, hier ist so nichts. Geht's wieder los, oder wie? Oder was? Ah ja, genau. Ja, lass mal uns nichts mehr sagen. Gehen wir mal raus. Mal sehen. Ja, keine Ahnung. Sind da eigentlich noch reingeraten? Nee, ist man da reingegangen? Von was? Weiß ich gar nicht mehr. Olli, gib mir die Instruktionen. Ist das Ding? Zu speichern. Ist hier irgendwie viel. Und das zu. Ja, gut hier. Nu? Danke. Oh, nu? Geh ich wohin? 96 ist auch nicht voll. Immer finsterer. Nee. Tür auf. Arschloch. Ich habe jetzt wieder einen Schlüssel bekommen, aber ich weiß ja nicht, wo ich hingehen soll. Oh, naja. Schwimm mal hier mit den Enten. Komm ich hier gar nicht rein. Spielverderber. Entschuldigung. So. Zählt doch eigentlich. Sein Stöpseln und dann müsste es ja funktionieren. Oh, ich ja schon. Schön in der Schule. Ist ja nicht. Olli, ruf mich an. Hier wollte ich noch nie, oder? Das Playhouse. Ist halt die Frage. Wohin? Und was jetzt? So. Stehen wir da? Wissen nicht weiter. Scheiße. Einstellungen. Zeige 60. 30. Ah. Und weiter geht's.
Das brauche ich ja nicht. Irgendwas ist schief gelaufen. Und wir wissen nicht was. Gibt was. Mal speichern. Raus aus dem Ort. So. Was ich dagegen diese Blödkatze machen soll. Ist ja nicht schwierig, du. Erstmal safe, du. Bist dich. Na, ist er weg. Was sagst du? Oh, ich sehe. Dead. Perfekt. Easy. Mit der Gasmaske. Darf ich wohl gar nicht beschützen? Kann dich beschützen, aber es war vorher ein sicherer Raum und er könnte dich jetzt retten, macht dich mit ihm vertraut. Im Raum sollte noch Batterien vorhanden sein. Benutze sie, um alles, was du im Raum brauchst, mit Strom zu versorgen. Links ist ein grüner Stromanschluss sein. Du kannst eine Batterie nutzen, um ihn einzuschalten. Überzeuge dich selbst. Okay. Ein Raum direkt hinter dir. Links ist ein grüner Stromanschluss sein. Um ihn einzuschalten. Habe ich hier von denen, hier ist an und jetzt brauche ich noch eine neue Batterie oder halt ich nehme hier eine von den anderen. Okay.
What? Eine Stunde später. Nee. Ah. So ein mittlerer Korridor. Dieses kleine scheiß Dreieck. Viereck. Das kotzt mir. Aber jetzt, meine Freunde. Jetzt kriegen wir das hin. Ist ja immer so scheiße, dieses kleine Dreieck dort zu treffen. So. Jetzt kriegen wir das hin. Warte, ich hier nochmal einschalten. Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Gucken wir jetzt wieder rein. Oder packt das jetzt? Genial. Ah, hier. Also der erste Teil, das war ja schon ein bisschen fies vom Catnap. Wo kommt ihr denn an? Links, rechts, links, rechts. Okay. Da umzuschießen. Okay. Ich umschießen passt am Anfang gar nicht. Es geht so lange, bis es alle ist. Tür zu. Ja, brauche ich jetzt wieder Batterie, du. Nehmen wir sie denn. Ja. Dazu. You get up, you. Jeder Seite kommt über. Was kürzt ihn doch an? Tür zu. Es zielt. Nee. Ich
Nee! Fick dich! Habe ich umgebracht jetzt? Fick dich! Fick dich! Du elender, doofer Catnap! Ja! Moin in der Hölle, du! Da kann dir dein Prototyp auch nicht mehr helfen, du! Na hier, nicht gut genug, Junge! Da hilft nur einmal! Jetzt hinüber oder hat er dich hinüber gemacht? Oh, ich bin so happy. Shit. Wo ist meine Hand hin? Das scheint ja auch nicht mehr. Die remaining 0. Oh. Dieses elende Level. Habe ich jetzt so 50 Minuten gebraucht. Bin so happy, dass es rum ist. Ach, ich sag euch. Die Batterien. Alles da, alles gut. Speichern. So richtig happy jetzt. Ein Strom auf ihn. Hier wurde auch die andere Batterie. Ah, ne, im anderen Raum. New Signal. Na, hier. New Signal. Was hat's denn hier wieder zu tun? New Signal. Aha. Offline. Oh, jetzt geht's los. Perfekt. So, jetzt zieht's hier das Gas rüber von A nach B. Kurzgase. So. Und wo ist Olli? Ah, hier ist offen. Oh, gut. Good, you're here. And you've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Ja, ja. Er fühlt sich zusammen und zwar dank dir. Wenn wir weitermachen wollen, dann verdienst du es, die Wahrheit zu erfahren. Ja, warten. You came back because of your coworkers. You want to know what happened and why? Ja, will ich. This is your answer. We called it the Hour of Joy. The Hour of Joy, geil. Das hört sich nach richtig perversen Film an. Hour of Joy. Nice. Mhm. Oh. Das sieht nicht so sehr nach Joy aus, ja, wenn da die Leute frisst. Hugi Wugi. Fliegen die Viecher, fliegen die Leute durch die Luft. Sind das Stellen? Achso, also, ja. Haben da solche lebenden Spielzeuge, die werden alle verrückt und haben die ganzen Angestellten umgebracht, wie es aussieht. Also sind die jetzt alle tot oder was? Ja, wie es. Was ist mit den Kindern? Hast du die Kinder gefressen? Ja. Ach du Scheiße.
Die armen Leute. Muss man sich denn so halten? Es ist nicht schön. Eieieiei. Na und nu? Ja. Kannst du das irgendwie rechtfertigen, was du gemacht hast? Everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. The prototype has to die for this, for everything. A human fuel, ja. Was ist denn hier wieder? Das Loch offen. Ja. Jetzt geht's weiter nach unten. Game over. Ja. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? Ah ja. After you. Ich bin noch hier schon. Was ist hier da? Schnucki Wuggi. In your face, right. Heslin. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. What? What's she doing? No! No! We're coming! Just hold on! Come on, go faster! Wir gehen noch schon wieder hoch. Kissy. Scheiße. Du? Ah, over. Bobby Playtime 3. Ich sag mal so, das Ding war schon richtig geil. Und schwierig. Mir hat's gefallen. Und wir wissen jetzt zum Schluss, dass da noch ein vierter Teil kommen muss. Zumindest. Da war, wo wir gegen den Prototypen kämpfen müssen. Auf jeden Fall, dritter Teil, geil. Könnt ihr kaufen, spielen. Wen es gefällt. Schwierige Sachen dabei. Und wer das jetzt anguckt, zur Unterhaltung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wer das zur Hilfe ansieht und so lange geblieben ist, um mich zu sehen. Also hier ist so als Komplettlösung. Hoffentlich hat es euch auch gefallen und ich könnte euch helfen. Ja. Wir hatten nur ein paar Bugs drin. Also Höhen und Tiefen. War auf jeden Fall richtig schwierig gewesen. Mir hat es gefallen. Und wir sehen uns dann zumindest zum dritten Teil von Bobby Playtime, zum vierten Teil von Bobby Playtime wieder. Ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, damit ihr dann mit solchen Art von Spielen da auf dem Laufenden bleibt. Vergesst nicht zu liken und Kommentare zu schreiben. Das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und goodbye.